Willkommen hier zu dem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal um die Dimension der Nachhaltigkeit gehen. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Da haben wir uns nämlich mal damit befasst, wie schreibt man Klausuren in Sozialwissenschaften, beziehungsweise was ist überhaupt der deutsche Sozialstaat. Die ersten Links in der Videobeschreibung führen euch zu diesen Büchern, die wir veröffentlicht haben. Viel Spaß damit und jetzt geht's los mit dem Video. Und damit beschäftigen wir uns jetzt auch direkt mit der Dimension der Nachhaltigkeit, beziehungsweise mit den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Und dabei sollten wir uns natürlich am Anfang einmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine Dimension? Dieser Begriff ist ja erstmal nicht klar fassbar und wir haben versucht, eine Definition aufzustellen. Eine Dimension beschreibt das Ausmaß einer politischen bzw. sozialen oder wirtschaftlichen Handlung und dessen Folgen. Das heißt, eine Dimension ist im Kontext der Sozialwissenschaft bzw. der wirtschaftlichen Betrachtungsweise stets ein Indikator bzw. ein Maß dafür, wie politisch, sozial oder wirtschaftlich Handlungen ausgebreitet sind. Das heißt, die Ausbreitung dieser verschiedenen politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Handlungsweisen wird dann als Dimension erfasst und damit kann man versuchen, das Ganze zusammenzufassen bzw. groß zu fassen. Dann sollten wir uns natürlich die Frage stellen, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit? Unter Nachhaltigkeit versteht man den verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. Dieser Umgang ermöglicht es zukünftigen Generationen, ein gleichwertiges oder besseres Leben zu führen. Dementsprechend haben wir jetzt aus dem Begriff der Nachhaltigkeit gelernt, dass die Nachhaltigkeit versucht, natürlich langfristig orientiert mit den Ressourcen zu wirtschaften. Das heißt, der verantwortungsbewusste Umgang mit den Ressourcen ermöglicht es uns gleichzeitig, dass zukünftige Generationen ebenfalls diesen Zugang zu den vorhandenen Ressourcen unserer Generation hat. Und damit haben die zukünftigen Generationen auch alle verfügbaren Mittel, um ein gleichwertiges Leben bzw. sogar das Leben zu verbessern. Dementsprechend, das ist die Definition der Nachhaltigkeit, ein langfristig orientiertes wirtschaftliches Handeln. Kommen wir dann zur ersten Dimension der Nachhaltigkeit und das ist die ökonomische Dimension. Dabei ist die ökonomische Dimension die Dimension, in der es um wirtschaftliches Wachstum geht. Wirtschaftliches Wachstum ist ein Ziel, was wir grundsätzlich in der Wirtschaft immer wieder vorfinden und was selbstverständlich aus dem Streben nach mehr Gewinn resultiert. Das heißt Umsatzgewinne, Umsatzzahlen, die weiterhin positiv wachsen, sind alles Teile dieser ökonomischen Dimension. Dabei ist dies auf den Hinblick der Dimension der Nachhaltigkeit so zu deuten, dass man ohne Verschwendung und ohne eine Gesundheitsgefährdung wirtschaftliches Wachstum erreichen soll. Das heißt, im Konkreten soll es so sein, dass Menschen die Möglichkeit haben, ohne Verschwendung von Ressourcen, von naturellen Ressourcen, von Ressourcen, die zugänglich sind in der Natur und ohne dass Menschen gefährdet werden, gleichzeitig ein wirtschaftliches Wachstum zu erreichen. Und dieses wirtschaftliche Wachstum soll im Idealfall in diesem Verständnis dann auch genau so hoch sein, wie es wäre, würde man sich regulär an nichts halten. Das heißt, das Ziel dieser ökonomischen Dimension im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist, langfristig orientiert zu denken und zu wirtschaften. Dann kommen wir direkt zur ökologischen Dimension. Bei der ökologischen Dimension geht es darum, keine Ausbeutung der Natur trotz Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Das heißt, ähnlich wie der Begriff der ökonomischen Dimension stützt sich der ökologische Begriff jetzt aber rein auf die Natur. Das heißt, es geht darum, dass die Natur auf keinen Fall ausgebeutet werden sollte. Insbesondere Ressourcen, die nicht wiederherstellbar sind, dürfen nicht abgebaut werden. Und trotzdem soll eine Wirtschaftlichkeit zugesichert werden. Das heißt, ganz wichtig ist hier, dass es definitiv keinen Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Natur geben soll, sondern dass die Wirtschaftlichkeit beibehalten werden soll, während die Natur trotzdem auch noch weiter besteht. Das heißt, dass es sozusagen keine Ausbeutung geben soll, die dann die Natur verletzt bzw. die Natur nachhaltig schädigt. Das also der Hinblick auf die langfristig orientierte Wirtschaftlichkeit trotz einer ökologischen Handhabung. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Dimension, der sozialen Dimension. Und diese soziale Dimension beschäftigt sich damit, dass man die Menschlichkeit wahren soll und das
durch wirtschaftliches und soziales Verhalten in der Gesamtwirtschaft bzw. in der Ökonomie. Ihr seht, alle Dimensionen sind eng miteinander verknüpft. So ist die soziale Dimension letztendlich auch sehr stark mit der ökonomischen Dimension verknüpft, denn hier geht es darum, dass die Menschlichkeit ein zentraler Faktor ist, wenn man sich die Dimension der Nachhaltigkeit anguckt. Bei der Nachhaltigkeit und im Hinblick auf das Soziale geht es darum, dass Menschen Rechte zugesichert bekommen, die einem gewissen Grundbedarf entsprechen. In Deutschland ist das durch Grundgesetze sowieso abgesichert, aber in anderen Ländern, insbesondere wenn man sich Entwicklungsländer anguckt, dann sind diese Rechte nicht immer gewahrt. Deshalb hat man mit der sozialen Dimension eine Dimension erschaffen, die insbesondere für Unternehmer ein Maß sein soll, dass gewisse menschliche Standards auch in Ländern durchgesetzt werden, in denen man weniger Kontrolle über die Gesetzesgebung hat, beziehungsweise in denen die Gesetzesgebung eine Menschlichkeit an sich im Arbeitsrecht beispielsweise nicht vorsieht. Dementsprechend ist die soziale Dimension darauf ausgerichtet, langfristig und nachhaltig die Gesellschaft zu sichern und damit das Unternehmertum auf einem sozialen Verhalten aufzubauen. Letztendlich ist das ein Teil der Social Responsibility, die Corporate Social Responsibility, kurz CSR, was ein Begriff ist, der dem neueren Unternehmertum entstammt, insbesondere natürlich der Betriebswirtschaftslehre, meistens in Sozialwissenschaften nicht detailliert gefordert wird. Dennoch kann man sich diesen Begriff merken, um die soziale Dimension nochmal genauer auszudefinieren. Hier geht es also darum, nachhaltig an seine Mitarbeiter zu denken und seinen Gewinn bzw. seine Wirtschaftlichkeit darauf aufzubauen, dass alle im Unternehmen davon profitieren. Das heißt, sobald mehr Gewinne gemacht werden, werden auch soziale Maßnahmen getroffen. Das heißt zum Beispiel, dass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen, beziehungsweise dass Wohnungsmaßnahmen gesichert werden oder auch, dass allgemeine Schutzvorrichtungen geschaffen werden, die die Sicherheit am Arbeitsplatz, beispielsweise in Industrieunternehmen, nochmals verbessern. Das ist also die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Und ihr seht, alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit beschäftigen sich stets mit einem Teil der Nachhaltigkeit mit Hinblick auf den verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen, die uns als Gesellschaft zur Verfügung stehen. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr Ressourcen nicht nur auf der ökologischen Seite betrachtet, das heißt Ressourcen, die abbaubar sind, die aus der Natur entstammen, sondern auch humane Ressourcen betrachtet, beziehungsweise ökonomische Ressourcen. Das also diese drei Dimensionen, die vorliegen. Bei der ökonomischen Dimension hat man die Ressourcen des Geldes, der monetären Mittel. Bei der ökologischen Dimension hat man alle Ressourcen, die eben genau der Natur entstammen. Und bei der sozialen Dimension hat man letztendlich alle Ressourcen, die human sind. Das heißt, alle Umgangsformen, die im sozialen Miteinander existieren. Das also der Begriff für die Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein von diesem Video von uns, von Selbstorientiert. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr unseren Kanal abonniert und jetzt auf dem Video ein Like da lasst. Ansonsten geht es hier jetzt weiter mit thematisch ähnlichen Videos, die für euch sicherlich interessant sind. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.